Wir sind hier in Monschau-Mützenich in der Kunst- und Kulturstätte Weißes Pferdchen und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen im Lars Bleistift Salon und ich freue mich, dass wir mal ganz unter uns sind. Also ich fange ja jedes Thema mit Bleistift an, ist tot langweilig, aber für mich ist es doch immer interessant, weil ich feststelle, diese Synapsen, die das auslöst, sind unendlich. Also wie lange kann man eigentlich mit dem Bleistift schreiben oder zeichnen? Ich meine jetzt nicht Monate oder Jahre, sondern wie lang ist so eine Strecke eigentlich? Also im Fachjargon sagt man dazu Schreiblänge. Und hier beim Füllfederhalter, das ist wissenschaftlich erwiesen, sind beim Füllfeder 300 Meter pro Zinsenpatrone. Und beim Kugelschreiber sind es zwischen 1 und 10 Kilometer. Und beim Bleistift, die Länge eines Bleistifts wurde rein zufällig in den letzten Tagen in der Eifel wissenschaftlich gemessen. Und was unser Reporter Mike Flegel dabei erlebt hat, das hören wir uns jetzt an. Hier ist euer Mike Flegel. Ich habe heute das Privileg, einer außergewöhnlichen Messung beizuwohnen. Und das Tollste ist, dass ich am Ende diese wissenschaftliche Messung überprüfen soll. Ist aber in der Tat gar keine Frage für mich. Dazu stelle ich heute vor den Forschungsleiter des Instituts für experimentelle Messungen von Schreiblängen. Hier ist der Institutsleiter Erik Olsson von Wobbelsburg-Hussee. Sie machen heute eine Messung über die Länge einer Bleistiftmine. Was können wir uns darunter vorstellen? Es gilt zu beweisen, dass ein Bleistift eine Linie ziehen kann, die länger ist als jedes. Dazu haben Sie ein Testgerät entwickelt. Aber wieso stecken Sie eigentlich in Joggingkleidung? Das wollte ich ja gerade erklären. Das Messgerät wird von mir gezogen, während ich damit laufe. Und wieso müssen Sie damit laufen? Wenn ich doch auf der Stelle stehen bleibe, dann wird es doch keine Linie, sondern eine dicke Punkt. Hier ist eine normale Graphit-Bleistiftmine eingespannt. So eine. Und die Elektronik hier sorgt mit einem pneumatischen Druckgewicht für einen sanften Vorschub der Graphitmine. Der Papiervorschub und die Minenabnutzung stehen also bei quantenmechanischen Zuständen bekannt in fundamentaler Kohärenz. Ich verstehe. Und wie läuft das Ganze jetzt ab? Während ich gleich laufe, wird eine Bleistiftlinie auf das Papierband gezeichnet. Schauen Sie mal. So. Und ich laufe so lange, bis die Mine sich verbraucht hat. Und? Wie lange dauert das Ganze jetzt? Die Elektronik des Messgerätes gibt Signal, wenn die Bleistiftmine am Ende ist. Ich denke, die gezeichnete Linie wird mehrere Kilometer lang sein. Also es wird schon ein paar Stunden dauern. Ein paar Stunden? Und Sie können dann die Länge der Bleistiftlinie am Gerät ablesen? Ja, ganz genauso ja. Dann sage ich mal, Bleistift
Schreiflänge, Messung, fertig, los! Nun, hier ist Maikfliege. Nun schauen Sie sich mal den an. Was Wissenschaftler alles so auf sich nehmen müssen. Das macht er dann wohl hoffentlich freiwillig. Der lässt sich von der Messung ja nicht klein kriegen. Junge, Junge, das wird aber eine lange Papierlinie. Wie lange dauert das denn noch? Der ist ja schon 2 Stunden unterwegs, um Menno. Und ich wollte eigentlich schon längst zu Hause sein. Hey Leute, muss ich mir das bis zum Schluss angucken? Ach ja, ich muss ja doch bis zum Schluss die ganze Messung prüfen. Guck mal, der kommt schon ganz aus dem Fuße. Ich hielt ihm ganz recht. Da kommt er ja endlich. Ja, prima. Da sind wir fast am Ende. Warum winkt ihr denn so? Warum winkt ihr denn so? Die Elektronik ist ausgefallen. Die digitale Aufzeichnung hat nicht funktioniert. Das darf doch nicht wahr sein. Da stehe ich die ganze Zeit mir die Beine in den Bauch und das ganz umsonst. Nein, nicht umsonst. Zur Sicherheit haben wir ja die physische Auswertung eingebaut. Das Papierband, das kann man ja zurückverfolgen und nachmessen. Analog quasi. Ach so, analog. Und wer macht das jetzt? Na, Sie. Sie haben sich doch bereits erklärt, am Schluss die Messung zu überprüfen. Ich? Ich soll die ganze Strecke ablaufen und die Papierrolle aufwickeln? Nun ja, Ihr Fernsehdirektor meinte ja... Ja, ja, ist ja schon gut. Ich zähle ja schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ach übrigens, bei einem Test in der vorigen Woche betrug die Bleistiftschreiblänge fast 34 Kilometer. Also die Bleistiftlänge beträgt mindestens 34 Kilometer. Manche sprechen sogar von 50, je nach Härtegrad der Mine. Ob mein nächster Gast bei Ihrer Arbeit die Strichlängen, wieso ist denn das jetzt schwarz hier, die Strichlängen jemals gemessen hat, die sie produziert, das ist völlig egal. Was sie aber mit Strichen und Linien geschaffen hat, das ist außerordentlich sehenswert. Begrüßen Sie mit mir die Illustratorin und Verlegerin Mädel Brink. Grüß dich. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du hier bist. Wir legen direkt mal mit dem Dialog los. Da haben wir uns ein bisschen abgestimmt, wie deine Zeichnungen aussehen können. Guck mal. So. Du bist gewappnet? Ich bin gewappnet. Ja, ich auch. Also eher, ne? Kann ich dich mal was fragen? Ja, wenn es unbedingt sein muss. Du bist auch ein Geschöpf von Mädel Brink. Ja, ja klar. Du aber auch. Ja, das stimmt. Dann müssten wir eigentlich was gemeinsam haben. Wie jetzt? Meinst du echt? Na, guck mal. Mele hat bei uns beiden was vergessen. Wie? Die
hat was vergessen. Nase, Ohren, alles da. Na, du und ich, wir haben an unserer Hand nur 4 Finger. Wieso das denn? Ja, da können wir sie ja mal selbst fragen. Da sitzt sie ja vor mir. Das ist übrigens ein kleines Klappbuch. Ja, dürfen wir ruhig klatschen. Das hat Mele gemacht mit viel mehr Zeichnungen. Und ich war so frei, mal diesen Dialog darunter zu legen. Man kann natürlich auch Liebesgeschichten, Hassgeschichten, Diskussionen und politische Diskussionen darunter legen. Aber das ist die Vielseitigkeit dieses Klappbuchs. Aber wieso 4 Finger? Ja, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man dann so einen Lauch zeichnet, wenn man 5 Finger macht, ist deutlich verringert. Was ist verringert? Dass man so einen Lauch zeichnet, weil die 4 Finger da unterzukriegen ist nicht so einfach. Ja, das stimmt. Und natürlich habe ich mir das auch bei Herrn Disney auch geguckt, der dann einfach 3 Finger gezeichnet hat, weil das schneller ging für die Zeichentrickfilme. Weil da war es tatsächlich eine Zeichenersparnis, weil jede Stellung einzeln gezeichnet werden musste, wenn das dann nur 3 Finger sind. Und mit 3 Fingern kann man auch wirklich fast jede Geste, vom Mittelfinger, aber auch das funktioniert, ausdrücken. Und solange man das ausdrücken kann, was man ausdrücken möchte, muss es halt nur glaubhaft sein und dann können es eben auch 3 Finger sein. Ich habe das ja auch mal von Walt Disney gelesen. Jetzt bin ich ja viel älter als du, also bin ich wahrscheinlich an Quellen dran gewesen, die du nicht kennen kannst. Also es ist tatsächlich so, ich beim Zeichnen merke ich auch immer, 5 Finger, ich muss ja immer zählen, 1, 2, 3, 4, 5, damit ich keinen vergesse oder keinen zu viel mache. Bei Walt Disney war es, weil der mit der Mickey Mouse angefangen hat und die Tiere haben nur 4 Finger und den 5., den wir als Daumen haben, so ähnlich. So, was bedeutend bei dir ist, du bist als Illustratorin sehr vielseitig. Das habe ich ja festgestellt. Du hast mich dann eingedeckt mit Materialien und das will ich auch mal ein bisschen zeigen. Du zeichnest in verschiedenen Stilen, also auf verschiedenen Gestaltungsweisen. Was bestimmt denn deinen Illustrationsstil? Ich habe mal hier ein Beispiel. Das ist ein Comic, das du gemacht hast für Miserio. Kann man da hinten noch was erkennen? Da können sie alle nach vorne kommen, da sieht man es vielleicht besser. Oder dann später in YouTube nachsehen. Also, den Illustrationsstil, der wird bestimmt durch... Was zum Text passt. Was zum Text passt. Oder was ich ausdrucken will. Ja. Ist denn hier, weil es ja eine Auftragsarbeit ist, da der Ansatz etwas anders? Das sollte halt schon kindgerecht sein. Das ist ein Kindercomic, den gibt es auch schon seit 20 Jahren von Miserio. Da werden halt immer irgendwelche Länder vorgestellt anhand von Projekten, die betreuen. Im Ende geht es darum, dass die Kinder dann eben auch Geld einsammeln, aber vor allen Dingen, dass sie diese Projekte kennenlernen. Und das muss dann eben schon einigermaßen kindgerecht sein. Mhm. Und ich habe dann irgendwann diesen Rucki Reiselustig, das ist so ein gelber Rucksack, eingeführt, weil der darf dann ordentlich albern sein und noch so ein bisschen ein heiteres Element da reinbringen. Also hast du ein bisschen von dir selbst reingetan. Ja, das bleibt nicht aus. Ja. Wir gucken mal eine ganz andere Arbeit. Das ist ja eins von deinen Kinderbüchern. Im Übrigen, du verlegst sie ja selber, aber ich muss in der Reihenfolge bleiben, sonst verhedder ich mich. Also Auftragsarbeiten, aber das sind jetzt keine Auftragsarbeiten, das sind eigene Projekte. Wie entstehen die? Wir haben halt irgendwann vor knapp 10 Jahren angefangen, die ersten Bücher rauszubringen. Das waren vorwiegend Sachen, die ich in der Schublade hatte. Und dann haben wir das erste Kinderbuchmanuskript bekommen und haben ein bisschen Feuer gefangen. Und seitdem machen wir eigentlich ausschließlich Kinderbücher und wir kriegen die Manuskripte halt zugeschickt. Manche sind illustriert, manche nicht. Und ich habe da die Riesenfreiheit, wenn mir ein Manuskript gefällt und das auch meinem Kollegen gefällt. Also einen von uns beiden muss es etwas anfixen, das reicht eigentlich schon. Und dann kann ich mir halt überlegen, ob ich das illustrieren mag und habe da eigentlich auch alle Freiheit in der Welt. Also ich das kann ist das dann, Wichtigste, ne? Ja, das ist toll. Die haben übrigens die haben übrigens 4 Finger, weil bei einem Kinderbuch sollte man schon darauf achten, dass wenn reale Figuren abgebildet werden, dass die auch 4 Finger haben, weil Kinder merken 5 Finger haben, ja. Weil Kinder merken das sofort. Die merken alles, ja. Wir gucken uns noch ein anderes an. Warum geht es da? Warum wird der arme Mann gefesselt? Das ist ein Riese, der ist Kompostvegetarier und der kleine Junge. Was ist der? Kompostvegetarier und der kleine Junge, darum geht es eigentlich im Buch, mag sich nicht gerne waschen. Er freundet sich dann irgendwann mit dem Riesen an und kommt dann aber von alleine auf den Gedanken, er riecht für den halt so lecker. Die freunden sich zwar gut an, aber er überlegt dann so alle 2 Wochen,
wird sich dann doch gewaschen. Aha. Sehr schön. Ich habe dich beim Arbeiten fotografiert, gezeichnet. Da fällt natürlich sofort jedem hier im Raum auf, da fehlt ein Gerät, nämlich der Computer. Du arbeitest nicht am Computer. Warum? Ich arbeite vorwiegend analog. Ich überarbeite die Sachen dann schon auch nochmal. Analog? Ja, schon nochmal am Computer. Ja. Aber ich habe zwischendurch auch mal einen Comic ganz am Computer koloriert. Dachte mir, das ist schön. Da gibt es aber junge Leute, die können das wesentlich besser als ich. Und ich kann besser analog. Was mich ja begeistert, das sind ja nicht nur die Stifte, die da alle liegen. Du hast auch noch von den Zuschauern aus gesehen ganz links so eine, was ist das, eine Konservendose, wo das gespitzte Zeug drin liegt, also dieses abgenutzte Bleistift ist? Oder sind das, ja, ist eine Bonbondose? Nein, das ist schon. Das also das ist also richtig deine Gebrauchsspuren, das zählt zu uns. Ich finde das wunderbar, dass du dich ausschließlich mit dem traditionellen Werkzeug auseinandersetzt, weil ich glaube, es gibt immer auch die Zufälligkeit des Striches. Ne? Ja, das mag ich sehr, weil wenn ich das analog mache, dann werde ich einfach zu genau. Dann zeichne ich irgendwann so eine Zeichnung tot. Das ist schon so, wenn man Vorzeichnungen macht, haben die oft viel mehr Dynamik als dann hinterher die fertige Zeichnung. Und das ist, wenn man das am Rechner macht, ist die Gefahr natürlich noch größer. Also die Zufälligkeit des Striches ist ungefähr so wie beim Kochen. Man nimmt sich vor, mit einem bestimmten Gewürz zu kochen, vergreift sich, muss ja nicht gerade Salz und Zucker sein, und kann damit erleben, dass es plötzlich ganz anders und besser schmeckt. So ähnlich ist das, ne? Ja, es ist, also ich mag das tatsächlich, also da ich das nicht klassisch gelernt habe, finde ich natürlich irgendwie neue Materialien oder Materialien, die ich noch nicht kenne, total spannend. Und da ergeben sich dann auch Sachen dabei, die hätte ich mir nicht vorher überlegen können, die stehen auch in keinem Lehrbuch. Ich finde es großartig. Apropos, weil du gerade gesagt hast, du hast das nicht gelernt. Wie denn? Was warst du denn vorher? Ich bin da mehr so ein Spätblüher. Also ich habe Architektur studiert und währenddessen dann schon festgestellt, dass es Leute gibt, die wesentlich begeisterter davon sind. Und dann habe ich sehr viele Nebenjobs gemacht, wie zum Beispiel in den Bioladen die Müsli-Tüten bemalen, in die dann das selbst angefertigte Müsli reinkommt. Oder eben Unikat-Tüten. Ja, Unikat-Tüten, das war toll. Oder eben für hochschulpolitische Sachen, Plakate, Flyer, sowas machen. Und da war dieses in einem Bild mit ganz wenig Text irgendwas erzählen können oder auf den Punkt bringen. Fand ich halt großartig. Dann habe ich die nächste und noch eine Fortbildung gesucht. Und irgendwann habe ich da ein paar Leute kennengelernt, die vom Zeichnen leben. Und das hat dann eigentlich gereicht. Dann habe ich das Studium noch zu Ende gemacht und mich danach ziemlich blauäugig hingestellt und gesagt, so, ich bin jetzt Zeichnerin. Aber das bist du ja jetzt schon ein paar Jahre, ne? Ja, nächstes Jahr habe ich 25-Jähriges. Ja, also es scheint doch ein bisschen zu funktionieren. Wir zeigen mal noch, damit man so ein bisschen deine Bandbreite sieht, was du so auf der Pfanne hast mit den ausrutschenden analogen Strichen. Das sind immer nur ganz kleine Ausschnitte aus dem dicken jeweiligen Kinderbuch. Hier geht es wahrscheinlich um das Kennenlernen von Tieren, ne? Nee, eigentlich geht es um also das ist quasi das Publikum, was einer kleinen Spinne dabei zuguckt, die einfach nicht spinnen kann, die sich furchtbar bemüht, sie lernt es auch nicht und alle lachen sie eigentlich aus und dann fällt ihr aber was anderes ein, was sie machen kann, um Spinnennetze zu erzeugen und das ist so der Moment, wo alle schon gehört haben, boah, da hängt was ganz Tolles, was ist das denn? Und auf der nächsten Seite wird dann halt dieses die tolle nächste Netz Seite gezeigt. Im Bleistiftsalon nächstes Jahr. Ja. Dann müssen Sie das hier holen. Hier ist was ganz anderes. Da geht es um Staubmäuse. Ja, Staubmäuse. Ich habe erst gedacht, das sind gar keine Mäuse, aber sind dann wirklich die Staubflocken. Ne? Ja, ja, das sind halt, die sind halt nur ein bisschen. Kennt kein Mensch. Wir wissen überhaupt nicht, von was du redest. Ja. Aber die sehen so aus wie hier unter dem Stuhl. Wollen wir nicht näher darauf beschreiben. Und es gibt ein Buch, das hat sich mit Musik beschäftigt. Ja. Das ist auch nochmal besonders belobt worden. War das richtig? Habe ich das richtig gesehen? Schon. Was? Ja. Natürlich werden alle unsere Bücher gelobt. Ja, keine natürlich. Frage. ihr seid ja, du mit deinem Partner, auch Verleger eurer Kinderbücher. Das also, du zeichnest es nicht nur, und es wird auch dann eingearbeitet in Druckvorlagen. Ihr lasst es drucken und ihr verlegt es, also ihr vertreibt es. Das ist ein hartes Geschäft.
Wie erreicht denn eure Endkunden? Also das sind ja, die Endkunden sind ja Eltern, die das für ihre Kinder kaufen. Ne? Und Großeltern. Oder, ja, und auch Erwachsene, die für sich selber Kinderbücher kaufen. Ja, aber wie erreicht ihr die? Wir versuchen das ganz klassisch über den Buchhandel, vorwiegend über einen kleineren Buchhandel. Also bei großen Ketten haben wir es tatsächlich nicht so leicht. Wobei? Großen Ketten haben es tatsächlich nicht so leicht. Eigentlich machen wir das über den Weg, den schon seit 60 Jahren mindestens Bücher versuchen, den Weg an die Kunden zu kriegen. Natürlich haben wir auch einen Online-Shop und sowas, aber ich habe so den Eindruck, oder wir haben den Eindruck, dass Kinderbücher wirklich vorwiegend beim Nach- und Durchblättern in der Buchhandlung gekauft werden. Also weil man muss da reingucken. Das kann man schlecht anhand eines Titels im Internet. Außer es ist jetzt irgendwie ein Buch, was schon wahnwitzig alt ist und man kennt das noch aus der eigenen Kindheit. Mhm. Das kauft man, glaube ich, auch online. Auch du, wie ich mir dich so als Illustratorin vorstelle, das zeige ich dir jetzt mal auf die Schnelle. Für dich beim Zeichnen sind auch Ecke-Ideen erlaubt. Das sieht man, glaube ich, an dem Haarwirbel auf deinem Haupt. Und deine Mimik verrät ständig deinen subtilen Humor. Also behalte ihn bitte. Er kommt nämlich sonst ziemlich selten vor. Behalte bitte auch beim Illustrieren deine leichte Hand und erleuchte uns weiter das Leben darauf. Wir sind gespannt. Herzlichen Dank. Wir zeigen jetzt aber auch mal ein paar Zeichnungen, die sind eigentlich nur für heute Abend, wir haben ja keine Kinder hier. Deine bissigen und frechen Bildwitze, da habe ich dich eigentlich drüber kennengelernt und habe dann mich gewundert, dass du Kinderbücher machst. Also die machen wir jetzt ohne Kommentar, da weiß jeder sofort, worum es geht. Können auch aktuelle Bezüge sein und auch manchmal Stadtthemen oder Stadtthemen. Oder auch vielleicht keine städtischen Themen, sondern intime. Da hast du eine ganze Reihe von, ne? Ja, damit habe ich angefangen. Damit hast du angefangen. Aber machst du auch noch, ne? Mache ich auch noch wie vor. Heimlich, ganz heimlich. Hast du schon mal Ärger damit bekommen? Ja, da ich... Es gab schon mal eine Corona-Zeichnung, da war das Coronavirus ans Kreuz genagelt. Das war 20. Mhm. Ich hatte ja die Hoffnung, es steht da nicht wieder auf ein Jahr später, hat sich nicht bewahrheitet. Aber da habe ich dann von kirchlichen Auftraggebern schon einen bösen Zeigefinger bekommen. Ja. Kommt vor. Der böse Zeigefinger. Aber du hast noch was ganz Spezielles gemacht. Und weil wir uns auch jetzt schon wieder, auch mit deinem Interview, dem Ende nähern, möchte ich was zeigen, was mich unheimlich begeistert. Also nicht diese Zeichnung, sondern es geht um Illustrationen, die Emotionen zeigen. Also die ganz großen Gefühle. Wie sind die entstanden? Ich zeige es noch nicht. Was war der Impuls? Du weißt ja, was ich meine. Ne? Ja, die Befindlichkeiten. Die sind das erste Mal, ich war im Kunst- und Kulturzentrum in Monschau, ganz am Anfang, als das noch ein Künstlerhaus war. Jetzt ist das ja inzwischen Fotoforum. Und da waren halt ganz viele Leute, die anders als ich, für mich meine Kunst gemacht haben. Ich bin ja schon deutlich anwendungsbezogen. Und ich fand das so toll, wie ernst die ihre Sachen nehmen und die einfach machen ohne Verwendungszweck. Dann dachte ich mir, sowas mache ich auch mal. Ich war zu der Zeit nicht besonders gut drauf und habe halt diverse Befindlichkeiten versucht, auf Papier zu bringen. Die will ich mal zeigen. Ich mache jetzt, das sind ein paar, und die lasse ich ein paar Sekunden stehen. Und das Tolle ist, die haben alle keinen Titel. Also sie sagt nicht, was es heißt, sondern sie werden schon merken, was es ist. Kann man sehen, ne? Die oder die. Oder die. So fühle ich mich gerade. Na, eigentlich schon eher so. Und zum Schluss schweren Herzens muss ich sagen, dass wir leider schon wieder am Ende sind. Liebe Mele, vielen Dank, dass du dich für dieses Gespräch bereitgefunden hast. Wir kennen uns noch nicht lange, aber du hast schon direkt volles Vertrauen. Ist es enttäuscht worden? Nein. Gut.
keinen Fall. Ich bedanke mich für das Gespräch herzlich. Ihr dürft alle mal klatschen.